Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy. Ja, wir werden dieses Mal überleben. Ich werde einfach am Ende beide Türen schließen. Ja, zumindest ist das der Plan. Das muss man halt wieder durchhalten. Was passiert eigentlich, wenn man der ganzen Zeit gar nichts macht? Nicht in die Kamera schaut, überhaupt nichts tut. Und einfach nur abwartet. Müssen wir auch mal herausfinden. Schaut noch gut aus. Mein Körper kribbelt schon. Ja. Also sie haben sich immer noch nicht bewegt. Sie sind immer noch nicht auf der Jagd nach mir. Das ist verrückt. Wie lange ist bitte 2 Uhr? 3 Uhr. Und die Ente hat sich bewegt. Da ist sie. Diese hässliche Ente. Mit dem Lätzchen Let Eat. Was war das denn jetzt? Oh nein. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Oh Gott, ist er schon bei mir jetzt? Ich trau mich gar nicht, die Kamera runterzutun. Wo ist der? Da ist er. Aber wo ist jetzt die Ente? Was ist das für eine Musik? Ich check's nicht. Was sind das für Geräusche? Die kenne ich gar nicht. Nicht mehr da? Da steht er. Wo ist die Ente von... Verdammt nochmal. Da ist die Ente, oder? Da ist die Ente. Ah! Scheiße, die Zeit geht richtig runter. Also meine Prozentzahl. Ich traue mich gar nicht, die Türen aufzumachen. Jetzt steht er da. Er steht anders da. Alter, die stehen auf beiden Seiten! Auf beiden Seiten! Was passiert, wenn ich das Licht anmache? Okay, das war unerwartet. Prozent. Links ist er scheinbar nicht mehr. Und rechts auch nicht? 4 Uhr, 24%, scheiße. Da ist irgendjemand. Alter. Was zur Hölle? Da ist er wieder, okay. Da ist er. Wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Sie steht immer noch hier vorne. Ganz nah. Ey, wir haben 5 Uhr. Ich lass die Türen zu. Wir überleben die erste Nacht. 14%. Ich lasse die Türen zu. 10%. 9%. 8. Vielleicht soll ich die Tür doch aufmachen. 7. 6. Ich schau noch mal kurz rein, ganz kurz, ganz schnell. Da ist keiner. Da ist keiner. Okay. 4. 3. 2. 1. Null.
Überlebt, verdammt nochmal. Zweite Nacht. Okay, meine Freunde, wir sind in der zweiten Nacht. Das Telefon läutet wieder. Und wieso geht er nicht ran? Die sind jetzt schon unterwegs. Da ist er. Da ist er. Ach so, wir sollen weiter angucken. Okay, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ganz anders. Ganz anders diesmal. Das ist die Türbeleuchtung. Ach so. Ach was. Okay. Also wir sollen schon mal öfter die Türbeleuchtung kontrollieren. Wie der sich halt gefühlt nie bewegt, ne? Immer nur er und er. Oh Mann, ey. Was? I'm sure you have everything under control. Ja. Talk to you soon. Okay, bis bald. Okay, einer ist schon wieder ganz woanders. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Alter, wo ist denn der schon wieder? Sieht man das im Licht? Mann. Nein. Sieht man gar nicht. Alter, ich flipp aus. Ich flipp so aus. Er ist schon wieder fast da. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich quäle mich hier gerade, glaube ich. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Schon wieder von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Ich flippe aus. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Oh Mann. Jetzt ist die Ente bestimmt bei mir drin. Er ist da. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Wo ist die Ente schon wieder? Ah, die ist jetzt da hinten. Oder auch nicht. Oh, es tut mir leid, dass ich so schnell hin und her schalte. Ich bin sehr, sehr angespannt. Diese Geräusche kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Gott. Wir haben die Tür geschlossen. Weil er irgendwie vor der Tür steht schon wieder. Jetzt nicht mehr. Da auch nicht. Dieser kleine Scheiße, ey. Heute quälen sie mich aber richtig. Und jetzt ist wieder keiner auch nur irgendwo zu sehen. Willst du mich eigentlich verarschen? 2 Uhr, nur noch 50% Akku. Ich mach die Tür wieder auf. 2 Uhr, 50% Akku. Mein Herz rast. Ein bisschen. Ein bisschen. Und wie meint er das mit dem Licht? Ich check's nicht. Ich glaube, ich bin tot. Dieses Mal habe ich es ein bisschen kommen sehen. Scheiße.
Eine Tortur. Eine Tortur. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Servus!